Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie erleichtern unser berufliches und privates Leben. Voraussetzung dafür ist, dass man digitale Tools kompetent einsetzen kann und die Vorgänge im Hintergrund versteht. Man sollte also digital kompetent sein. Um hier die Übersicht zu bewahren, was Schülerinnen und Schüler können sollen, wurden vom Bundesministerium Kompetenzmodelle für bestimmte Schulstufen entwickelt. Unter der Bezeichnung DigiComp sind diese Modelle gesammelt und veröffentlicht worden. DigiComp definiert Zielbilder der digitalen und informatischen Kompetenzen, die Schülerinnen und auch Pädagoginnen und Pädagogen zu bestimmten Zeitpunkten ihrer schulischen oder beruflichen Laufbahn erworben haben sollten. Die DigiComp-Modelle sind in jeweils vier Bereiche gegliedert: Informationstechnologie, Mensch und Gesellschaft, Informatiksysteme, Anwendungen, Konzepte. Es finden neben den Anwendungskompetenzen also auch Medienbildung und informatische Bildung gebührend Platz. DigiComp 4, DigiComp 8, DigiComp 12 sind ausgearbeitet und es gibt auch zahlreiche prototypische Beispiele. Das finden Sie alles auf www.digicomp.at. Wo gibt es passende Inhalte zu den DigiComp-Modellen? Beispielsweise auf e-education.at unter Ressourcen ITAPAS. ITAPAS sind digitale Inhalte entwickelt von Lehrenden für Lehrende. Mit der Filterfunktion rechts lassen sich einfach für den eigenen Unterricht passende Inhalte finden. Der DigiCheck trägt im Rahmen der DigiComp-Initiative des Bundesministeriums für Bildung dazu bei, dass sich Schülerinnen und Schüler sowie Pädagoginnen und Pädagogen jederzeit ein Bild über die persönlichen informatischen sowie digitalen Kompetenzen machen können und sich Pädagoginnen und Pädagogen jederzeit auch ein Bild über die informatischen und digitalen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler machen können. Es gibt drei Varianten je nach Schulabschlussstufe, den DigiCheck 4, 8 und 12. Um digitale Technologie im Unterricht adäquat einzusetzen, braucht es auch digital kompetente Pädagoginnen und Pädagogen. Oder Stefan? Stimmt schon. Daher wurde von der Virtuellen Pädagogischen Hochschule im Auftrag des BMB ein Kompetenzmodell für Lehrpersonen erarbeitet. Basierend auf nationalen und internationalen Modellen soll das Kompetenzmodell unter anderem als Instrument zur Selbsteinschätzung und kontinuierlichen Professionsentwicklung von Pädagoginnen und Pädagogen dienen. Im dreistufigen Kompetenzraster werden jene digitalen Kompetenzen aufgezeigt, über die Studierende zu Beginn und zu Ende des Lehramtsstudiums und Lehrende nach 5 Jahren Berufstätigkeit verfügen sollten. Alle Fort- und Weiterbildungsangebote der pädagogischen Hochschulen finden Sie in den einzelnen PH-Online-Portalen der pädagogischen Hochschulen. Für den Bereich DigiComp-P werden diese auch zusammengefasst auf Digifolio, also auf der Webseite www.virtuelle-ph/digifolio. Sie können von dort aus jede Lehrveranstaltung buchen. Zudem gibt es unterschiedliche Lehrgänge an den pädagogischen Hochschulen und eine rein digital innovative Fortbildungsmöglichkeit an der virtuellen pädagogischen Hochschule. Damit können Sie sich dann von jeder Couch aus einfach online fortbilden. Weiters bieten auch Universitäten und Bildungsinstitutionen Weiterbildungsmöglichkeiten an. Zum Beispiel die Plattform iMOOCs, bei der Sie jederzeit Massive Open Online Courses belegen können.